Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zum LS17. Wieder mal auf unserem Community-Server, wie gewohnt und wie immer, Leute. Ich würde sagen, nach dem Intro fangen wir auch richtig an. Gut. Gut, das Intro ist vorbei. Hoffe ich zumindest mal, dass ich das im Schnitt so hinkriege. da lege ich mir ja oft auch selber so ein Ei quasi. Aber wir werden jetzt hier erstmal die Sojabohnen anpflanzen. Dann haben wir nämlich das Feld schon mal wieder gesät. Und danach müssen wir nämlich wieder düngen, Leute. Wer hätte das gedacht? Aber das kriegen wir hin. Ich meine, ich fahre zwar hier leider irgendwie nur 9 km/h, warte mal, aber ich kann ja mal gucken, wo die anderen Traktoren sind. Guck mal, hier steht beispielsweise mein Lieblingstrecker wieder rum. Ne, Klassiker. Hier einfach stehen gelassen und disconnected. Ist natürlich logisch. So, dann schnappe ich mir den gleich mal. Dann ist das jetzt nämlich wieder meiner, Leute. Wenn ich damit um kann, ne? Nicht böse gemeint, Leute. Ihr wisst, das ist alles nur Spaß, ne? Wie gesagt, also nimmt es bitte nicht persönlich. Dann fahren wir jetzt mal schnell mit zu dem Feld. Kuppeln das Ganze da um und dann fahre ich mit dem hier schnell mal rüber. Huch. Und dann können wir die Sojabohnen mal fix in die Erde drücken. Dann passt es auf jeden Fall. Haben wir schon mal wieder eins von 4 Feldern, glaube ich. Ne, von 5 Feldern bepflanzt. Hui. Ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Hilfe. So. Geil, ich sehe sogar im Spiegel was. Nice. So. Toller Case. Du hast mir sehr viel Gutes geleistet, aber... Musste ich heute mal wieder in den Feierabend schicken. Denn ich muss. Ich möchte dich ganz ungern so doll belasten hier bei dieser Last. So, den stelle ich hier mal einfach hin. Ah, hier ist die BGA. Ah, das haben sie jetzt zugedeckelt. Ich weiß auch gar nicht, was sie da so einen riesen Hubbel reingemacht haben, aber naja, gut. Das wollte ich auch nochmal in Angriff nehmen. Machen wir dann später mal. Jetzt geht es erstmal darum, hier vernünftig die Sojabohnen zu pflanzen. Oh Mann, mit dem Lenkrad muss ich mir auch echt mal was einfallen lassen. Deswegen habe ich ja gesagt, Leute, mit dem neuen Interface und neuem Mikro, was ich mir dann irgendwann mal holen werde, wäre es halt alles nicht so das Problem. Nur ich habe mal ausgerechnet, dass ich für das, was ich da haben möchte, zumindest über 500 Euro investieren müsste, weil es halt so teuer ist. Und wie gesagt, den ganzen anderen Kram wie Kompressor, was ich da alles noch erzählt habe, Expander, die ganzen Feintuning-Geschichten, die kann man sich ja dann irgendwie später mal dazu holen. Aber ich glaube, ich muss jetzt demnächst echt mal anfangen zu investieren in neues... Ein neues Mikro, Mischpult und Audio Interface. Das sind so die drei Hauptteile, die man auf jeden Fall braucht oder benötigt, wenn man ein XLR Mikro haben will. Und ich habe da schon was im Ausblick, nur muss noch mal gucken, ob das auch alles so funktioniert, wie ich das haben möchte. Und dann muss ich mal gucken, ja, Kartoffeln haben wir keine. Wie ich das dann mache. Es wird auf jeden Fall ein ganz schön kostenintensives Spiel werden, Leute. Ich sag's euch. Let's Playen ist nicht billig. Nein, Quatsch. Das ist ja immer das Ding, ne? Wenn du, sag ich mal, hohe Ansprüche hast, so wie ich. Ne? Ich möchte natürlich auch möglichst Beste draus machen, so gesehen, ja. Ich meine, ich könnte natürlich auch alles das benutzen, was ich derzeit hier habe, was ich ja auch jetzt mache, ne? Ich kann jetzt sagen, oh, alle Spiele laufen, ich kann alle Spiele aufnehmen, ich kann alle Spiele ruckelfrei spielen, hab eine gute Soundqualität, aber das reicht mir dann auch und so lasse ich das dann.
aber das ist ja gar nicht das, was ich, worauf ich, sag ich mal, gepolt bin, weil ich möchte halt auch immer mich noch ein bisschen verbessern und noch einen Ticken besser machen und ein bisschen besseres, ja, so gesehen ein bisschen was mehr machen. So, und demnach muss ich natürlich da auch für die ein oder andere Technik und für die ein oder anderen Sachen dann halt auch mehr investieren. So, und wo ich, ich weiß ja gar nicht, wer von euch mich schon länger verfolgt, weiß ja auch beispielsweise schon seit, glaube ich, Februar diesen oder letzten, war das schon letzten Jahres? Februar letzten Jahres oder Februar diesen Jahres, weiß ich gerade gar nicht. Wollte ich mir auch immer noch einen neuen Stuhl holen, das habe ich auch immer noch nicht geschafft, so, ne? Aber das ist eine andere Geschichte, weil ich mir gedacht habe, alles andere ist im Moment erstmal wichtiger. Der Stuhl, der erfüllt ja hier noch seinen Dienst, solange ich drauf sitzen kann und der nicht zusammenbricht. Ist alles cool. Ne, ich sag mal so, Hashtag Gartenstuhl. Nein, ist ja ein ganz normaler Stuhl hier. Ganz normaler, so zum Drehen und so mit Rollen und da ist alles cool. Aber halt nicht das, was bequem ist, sag ich mal. So, aber das war so am Rande, so als kleines Thema. Keine Ahnung, wie ich da jetzt schon wieder drauf gekommen bin, aber ich finde es immer witzig, wie ich teilweise so an die ein oder anderen Themen komme, einfach im Laufe der Aufnahme. Und ich finde das eigentlich ganz witzig, so, dass man auch mal ein bisschen drüber Bescheid weiß, was ich so denke und was ich so am Überlegen bin, auch gerade, weil es halt mit euch ja auch zu tun hat im Prinzip. Und demnach solltet ihr da natürlich auch ein bisschen eingeweiht für sein. So, aber wie gesagt, mit dem Mikrofon und so muss ich erstmal gucken. Da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen, erstmal noch ein bisschen. Huch, da war noch ein Baumstumm. Oh, Leute. Da werde ich auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen, ich sag's mal vorsichtig, sparen, bevor ich jetzt alles ausgebe, weil ich dann eher am Überlegen bin, ob ich mir dann gleich, wenn ich das dann zusammen habe. Ich muss ja auch noch meine Miete bezahlen und alle anderen Sachen, Essen, Trinken und so. Deswegen ist das Essen, Trinken und so und Miete natürlich erstmal wichtiger als ein neues Mikro. Ist natürlich klar und sollte euch ja natürlich auch, solltet ihr natürlich auch wissen, so, ne, dass ich jetzt nicht sage, ich zahle jetzt einen Monat keine Miete, kauf mir dafür ein cooles Mikro. Das geht natürlich nicht. Aber ich habe eher so die Überlegung danach, dass ich halt das Geld erstmal spare. Und anschließend mir dann versuche halt alles zusammen irgendwie zu kaufen. Ich glaube, weil das wäre dann halt geiler. Weil dann habe ich nämlich alles zusammen. Mikro, Audio-Interface, Mischpult, Expander, Kompressor, Expander und so. Und habe dann am Ende eine recht geile Qualität, wenn ich dann halt alles habe. Und da bin ich halt am Überlegen, ob ich eher den Schachzug spielen soll. Oder halt nicht, das weiß ich halt noch nicht. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee und könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Oder allgemein, ob ihr das überhaupt für nötig haltet, dass ich mir jetzt ein neues Mikro holen sollte. Oder halt ihr sagt, ey Bauer, das ist alles voll in Ordnung und bockt doch voll. Dann schreibt mir das auch mal unten gerne rein. Wie gesagt, es ist nur im Moment so eine Überlegung, die mir im Kopf rumschwirrt, ob ich das jetzt zu 100% mache oder halt noch oder halt nicht, das weiß ich selber im Moment gerade noch nicht. Oh, that rhyme skills, Alter. Wie gesagt, das ist so eine kleine Überlegung, die ich mir mal, oder so ein Floh, den ich mir in den Kopf gesetzt habe. Einfach um ein bisschen meine Qualität zu verbessern. Aber vielleicht mache ich das auch erst, wenn ich vielleicht im halben Jahr oder so mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. So. Digga, was? Ah. Ich hänge ernsthaft mit dem Frontlader an dem scheiß Baumstummel fest, oder was? Dein Ernst? Dein freaking Ernst? Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Meda. So, dann haben wir das Feld ja zumindest gleich fertig und ich habe es ja schön verpackt in einem Thema, dass man davon gar nicht so viel mitbekommen hat, dass ich das fertig gemacht habe.
So, noch eine Bahn und dann haben wir es doch. Perfekt. Perfektico. Sehr schön. Sehr schön. So, dann können wir eigentlich ja nochmal den anderen Trecker aktivieren mit dem, mit der Spritze. Und hier mal schnell rüberspritzen, bevor es wächst. Dann haben wir nämlich schon zwei Düngestufen voll. Glaube, zumindest. So. Hier machen wir gleich weiter. Warte mal. Falsche Richtung. Hier, den. Alles klar. Ich weiß gar nicht, kann ich da überhaupt schon düngen? Warte mal. Kann ich da überhaupt schon düngen? Guck mal, gedüngt sind alle. 4, 5 Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt möchte ich hier gucken. Welches Feld sind wir denn da? Das war Feld 15, ne? Ja. Keine Ahnung, lass mal ausprobieren. Ist einfach. So. Ist der langsam, der Trecker. So. Boah, nicht die gut bepflanzte Insel hier mitnehmen. So, dann gucken wir mal, ob wir hier überhaupt schon... wie überhaupt schon düngen können, aber ich denke schon. Ja, erstmal muss ausgeklappt werden. Ist ja in Ordnung, ey. Come on, please. Come on. Tatsächlich, geil. Dann haben wir hier schon mal zwei Düngestufen. Seht ihr, so geht das, Leute. Genau so macht man das. Ja, für Leute, die sich fragen, wie man die drei Düngestufen hinbekommt. Du düngst, wenn vorm Grubbern, grubberst, dann säst, düngst nochmal. Dann lässt du es wachsen bis zur ersten oder zweiten Stufe, je nachdem. Und dann düngst du nochmal ein drittes Mal. Und dann hast du schon drei Düngestufen. Aber nur, weil du vorher vorm Grubbern gedüngt hast. Das macht nämlich einiges aus, weil somit kriegst du nämlich schon die erste Düngestufe rein. Und man denkt ja immer, man grubbert das dann unter. Aber das ist dann ein ziemlich schlauer Move. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal fertig, das Feld. Das ist geil. Dann kann da ja schon mal die Sojaböhnchen wachsen. Ich würde dann auf dem großen Feld, würde ich fast vorschlagen, dass wir da dann Sonnenblumen pflanzen. Weil dann haben wir die beiden Felder ungefähr so groß, dass wir hier die Sojabohnen haben. Die sind dann ungefähr so groß zusammen wie das andere, also nicht ganz, aber in etwa. Und dann machen wir das große Feld mit Sonnenblumen. Die anderen beiden müssen wir dann mal gucken, vielleicht einmal Raps und einmal Getreide, irgendwie sowas in der Art. Und dann kriegen wir das auch hin. Joho. Das finde ich wiederum ein bisschen doof mit dem Patch jetzt. Ich fahre ja mit dem Lenkrad und Pedalen. Und wenn ich dann im Chat schreibe, bleibt er auch einfach stehen. Vorher ist der Motor ausgegangen, wenn ich Enter gedrückt habe. Jetzt bleibt er einfach stehen, wenn ich den Chat aktiviere. Mann, ey, nichts kann man hier doppelt schnell mal machen. Multitasking, Leute. Nennt man Multitasking, ja. Und das würde ich ganz gerne machen. So. Düb, 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 düb. So, komm, eine Bahn noch und dann haben wir das Feld auf jeden Fall schon mal so weit. Dann haben wir es so weit. Das ist ganz cool. Perfekt, perfekt, perfekt. Was soll ich machen? Kannst gleich sehen oder düngen oder so. Ja, mach mal. Seh mal. Kannst sehen oder düngen. Jo.
Thanks, thank, thank, thanks. Sojabohnen bitte, ne? Sojabohnen, hast du gehört? Sojabohnen. Digga. Okay, gut. Ich glaube, das hat er im Griff. Soll ich jetzt ernsthaft hier nochmal den Streifen machen? Ich meine, gibt ja Ertrag, ne? YOLO. Das haben wir ja nachher hoffentlich wieder drin. Das Düngemittel. Können wir wieder losfahren zum Händler und uns tausende von diesen scheiß Big Packs kaufen. So. Fahr jetzt hier nochmal rum. Düng nochmal ein bisschen hier den Rasen. Wo ist er denn jetzt eigentlich? Hat er, kommt da irgendwie. Ah, fährt er mit dem Anhänger. Okay, alles klar. Gut, Leute, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge schon wieder. Morgen geht's natürlich wie gewohnt weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich super über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, Leute, wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge von LS17. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis morgen. Tschüss.